Ripstone. Fufu Studios. Präsentiert Pure Pool. Und damit herzlich willkommen zu einem, na, ich sag mal, außergewöhnlichen Let's Play, was ich so noch nie gespielt habe. kurz vorab, kleine Information, in meinem reellen Leben, also nicht jetzt hier im Spielleben, sondern in meinem Realleben, spiele ich auch im Verein, aber nicht Pool. Also ich bin zwar auch in einem Poolverein, spiele eigentlich hauptsächlich Snooker, wenn euch das ein Begriff ist. Ne? Das ist das hier mit den 15 roten und viele farbigen Kugeln, tralala, sieht man oft auf Eurosport. So, genug Werbung gemacht. und dann dachte ich mir, Mensch, es muss doch irgendwie ein Spiel geben, wo ich mal vielleicht mal Snooker probieren kann. Und ich habe was gefunden. Ja, Pure Pool. Inklusive einem Add-on, wo ich dann auch Snooker spielen kann. Ja, und da dachte ich mir, da mache ich jetzt einfach mal ein kleines, ja, Let's Play oder auch Let's Test. Es kommt ganz darauf an, wie es bei euch ankommt. Und dementsprechend, ja, schauen wir mal, ob wir vielleicht da auch ein bisschen mehr spielen. Genau. Was spielen wir denn? Ach so, genau. Ich habe mir gedacht, ich mache mal vielleicht so eine kleine Karriere. Und wir haben auch die Möglichkeit, als Amateur im Snooker anzufangen. Ich habe das auch schon getestet. Und ja, ich habe da schon mal eine Stufe weiter geschafft. Es ist jetzt so also ein kleines Turnier. Und ja, wir machen mal ja, mit der nächsten Session weiter. Und die erste war total easy. Habe ich mal schon gewonnen mit 61 zu, keine Ahnung, 39 glaube ich. Und ja, nicht lang schwafeln, wir legen los. Ziel ist es, die Partie zu gewinnen. Ein Break mit über 4 Punkten zu erzielen und eine Partie ohne Fouls gewinnen. Oha. Also in dem ersten habe ich leider Fouls gemacht. Naja. Wir spielen gegen Felix Song. Ist ein Amateur. Level 15. Wir sind jetzt, glaube ich, Level 3. Ob das reelle Spieler sind, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eine KI. Aber sie verhält sich eigentlich nicht wirklich wie eine KI. Also es stellt sich auch manchmal echt ein bisschen blöd. Okay, wir legen los. Ab zum Snookertisch. Ein kleiner Rundflug. Und ich hoffe, ich kriege keine Probleme mit der GEMA, mit der Hintergrundmusik. Ich habe es ja extra schon ein bisschen leiser gemacht. Ja, wir können auf jeden Fall unsere Kugel hier frei verlegen. Und ich werde das versuchen, so gut wie möglich. Auch wie ich es in meinem Verein spiele. Also ich spiele ja Bezirksliga. Also ist jetzt nichts Weltbewegendes. Und ich werde es mal so gut wie möglich probieren. Auf jeden Fall. Ungefähr so. Und wir können hier auch schön mit Efe spielen. Das werde ich auch tun. Und ich hoffe, es klappt. Wie ich auch im Echten so wirklich an den Tisch rangehen würde. So, und dann können wir hier schön ausholen. Und mal einen schönen Break hinlegen, hoffentlich. Oh, der war mega schlecht. Oh Gott, haben wir das Brett schön aufgemacht. Uiuiui. Ui, ui. Okay. Na, der haut ja mal richtig herzlos da rein, unser Felix. Okay, wir können uns auf jeden Fall mal aufstellen und wir können uns auch mal den Tisch angucken. Ist ein schöner Tisch. Hat was. Sieht jetzt nicht aus wie so ein klassischer Turniertisch, aber immerhin. Ja, was machen wir denn? Ich versuche hier auch mal nicht lange rumzumachen. Ich probiere jetzt mal die da hinten, die sieht ganz gut aus. So. Wir können auch ein bisschen feiner zielen. Oh Gottes Willen, wir müssen hier ein bisschen so mit ein bisschen Gefühl spielen natürlich. Genau. Ach, jetzt habe ich nicht geguckt, ob die schwarze da vorbeigeht. Aber ich glaube schon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nein, die will ich nicht. Ich will schwarz. Und ich glaube fast, die wird nicht gehen. Ich guck mal. Schwierig. Ja, sie könnte theoretisch gehen. Theoretisch. Ich werde es mal probieren. Bisschen dünner, so vielleicht. Mit ein bisschen Gefühl. Ha! Mann, bin ich gut. Schon haben wir 8 Punkte. Wunderbar. Was machen wir als nächstes? Naja. Da wir ja wissen, dass die vorbeigeht. So. Bisschen Feingefühl. Oh, ich glaube, der war fast zu stark, ne? Naja, es geht. Haben wir wieder so einen ekelhaften Winkel da drin. Igitt!
So ein bisschen feiner zielen. So ungefähr. Ich sehe es bloß nicht genau, aber ich denke mal so ungefähr. Hoffe ich. Oh Gott. Passt. Oh, der war, glaube ich, ein bisschen steig. Ah, es geht aber noch. Nee, nicht die. Die will ich nicht. Schön Longpot probieren. Wir könnten mal die so Longpot-mäßig. Das Problem ist nur, ich sehe nichts. Und dann bleibt mir die Rute wahrscheinlich noch da hinten irgendwo liegen. Das ist auch ein bisschen doof. Okay, wartet mal. Ich probiere mal was. Nee, okay, ich hätte ihn stärker spielen müssen. Egal. So, was macht jetzt die KI? Wenn es eine KI ist, aber ich denke schon. Oh yes, das, der zündet aber da drauf. Was ist denn das für ein Bolzer? Ist ja fast wie ein Poolspieler. Okay, Entschuldigung. Immer diese Bolzer. Das kann man auch mit Gefühl spielen. So. Siehst du das? Dann kann man schön auf Blau stellen zum Beispiel. Schön auf Blue. Mit Gefühl. Oh, ich glaube, der war zu stark. Verdammt. Das ist gar nicht so leicht, mit dem Gamepad da, mit den Sticks ein gewisses Gefühl dahin zu kriegen. Das ist nicht so leicht. Oh. Aber klappt. Oh nein, die weiße hätte nicht so. Ja, ein bisschen zu stark, verdammt. Also da jetzt die schwarze noch zu lochen, das wird schwierig. Die muss ich nämlich mega dünn spielen. Und wenn ich Pech habe, läuft mir... Naja, gut, wir probieren es mal. Ist zwar gefährlich, aber ich probiere es mal. Nein, habe ich mir fast gedacht. Aber immerhin haben wir schon 23 Punkte. So, jetzt bin ich... Ja, natürlich, ich glaube, der ist ein bisschen sauer. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr. Okay, nimm. Haben wir hier irgendwas Interessantes rumliegen? Schwierig. Das wäre ein Foul. Rot ist on. Oh Gott, was mache ich denn jetzt hier? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was mache ich denn jetzt hier? Eine Safety spielen? Die Mitteltasche werde ich wahrscheinlich nicht reinkriegen, denke ich mal. Naja, wir können es auch mal probieren. Sanft spielen. Ah, fast. War schon nicht schlecht. Der Zimmer da einfach so drauf. Richtig gefühllos. Oh je, mal so übergreifen. Das mag ich auch immer so beim Spielen, wenn man das so über die Kugeln rübergreifen muss. Er zündet da drauf. Hey, der macht hier den ganzen Tisch kaputt. Mann. Was mache ich denn hier? Ein schönen Longpot. Aber da müssen wir echt exakt zielen. So ungefähr. Vielleicht noch mit einem leichten Zugball. So vielleicht. Ein Gelächter im Hintergrund. So, und dann bringen wir ein bisschen Effet rein. Patz. Oh Gott, der war nicht so gut. Ich liebe einfach diesen Sport. Das ist so schön. Es ist mal was anderes, sowas auf der PlayStation zu spielen. Das ist schon interessant. Ist gar nicht so leicht. Weil man doch wirklich einen ganz anderen Sichtwinkel hat und ja, sieht alles anders aus. Gut. Die sieht doch gut aus. Prima. Was machen wir als nächstes? Hätte ich mir vielleicht vorher überlegen sollen. Die liegt irgendwie tot. Ja, wir könnten mal Geld probieren, aber ich glaube, die wird wahrscheinlich nicht so leicht sein. Patz. Oh je, oh je, oh je. Was macht er? Okay. Ne. Ne, also komm.
Natürlich, verarschen kann ich mich selber. Okay, das ist eine KI, eindeutig. Was? Natürlich, will ein Double machen. Spinnt er. Okay, was mache ich denn jetzt? Viele Möglichkeiten habe ich ja nicht. Oh, traumhaft. Traumhaft. Mit Stellung schwarz. Leute, bin ich gut. So, und dann hoffen wir mal, dass es klappt. Patz, rein damit. Schön wieder die Weiße rausholen aus der Ecke. Und jetzt habe ich ein Problem. Verdammt. Mist. Naja, wohl, das könnte gerade noch so gehen. Mit viel Gefühl. Wahrscheinlich bleibt sie genau in der Ecke hängen. So wie ich mich kenne. Und. Oh, verdammt. Mist. Das war knapp. Was macht er denn jetzt? Ach, mach mal wegen auf Safety oder was? Nischt mit mir, Kollege. Hier wird nicht gesaved, hier wird frontal angegriffen. Pata! Oh oh, nein, nein, nein! Oh Gott, aber ich muss das Spiel auch beenden, ohne einen Foul zu machen. Das ist gar nicht so leicht. Schwierig. Haben wir nicht eine andere, die ein bisschen leichter ist? Nee, haben wir nicht. Ja, wir könnten Pink probieren, theoretisch. Das Problem ist, ich sehe es nicht. Das ist schwierig. Das wird wahrscheinlich zu dünn sein, denke ich mal. Ich probiere es einfach mal. Ja. Nee, das war sogar zu dick. Ich habe sie zu dick getroffen. Ist der blöd? Da liegt doch eine rote vom Loch. Ja, genau. Okay, warte mal. Wie spiele ich denn die am besten? Die hängt genau in der Ecke hier. Ha, mit Pfui. Gelb. Boah, ich weiß nicht. Gelb ist langweilig. Komm, wir probieren mal die Pink. Oh Gott, es wird schwer. Es wird schwer mit Gefühl. Ah, perfekt. Unvorbereitet. Okay, das wird jetzt aber... Warte mal. Nee, an die kommen wir nicht ran. Okay. Schwierig, die muss ich ja mega dünn spielen. Und vor allem ziemlich schnell sogar. Oh Gott. Das wird schwierig. Das ist ein ganz schöner heftiger Winkel, ist das. Ha! Wie im Fernsehen. Wie im Fernsehen, Leute. Schick. Oh nein, oh nein, oh Gott. Oh, Glück gehabt. Jetzt habe ich ein Problem, da komme ich nicht vorbei. Ich weiß nicht, wie was ich jetzt, keine Ahnung, ich mache jetzt einfach mal hier so. Eine kleine Safety. So. Oh oh. Naja, so schnell wie Ronnie O'Sullivan mit seinen 5 Minuten 28 bin ich nicht. Und dann Maximum Break. Okay, oh, ich glaube, da ist jetzt aber die Ding wahrscheinlich im Weg, ne? Hallo. Ich vergesse immer, dass man da noch ein bisschen was sensibler spielen kann. So, da kommen wir aber nicht vorbei, verdammt. Was machen wir jetzt? Wir machen am besten die Pink. Pink ist gut. So ungefähr? Naja, ich schätze mal so. Sehr schön dabei. Wunderbar. Das wird schwierig. Ich probiere mal die hier. Das wird aber wahrscheinlich so nicht funktionieren, aber naja, egal. Oh oh. So, mein lieber Felix, was machst du?
Oh Gott, Longpot. Was? Der spielt VR schon einmal und dann haut er so einen Longpot raus? Was? Okay. Was? Bitte wie? Okay. Ja, einfach mal draufzünden, wird schon irgendwas fallen, ne? Na, tolle Wurst. Okay. Ich glaube... Oh nein. Aber wohl, es könnte Safety liegen, oder? Nein, er glaubt... Ja, verdammt, er kommt dran. Was, ich habe eine Auszeichnung erhalten, sehe ich gerade? Okay. Sehr engagiert draufgehauen. Könnten wir probieren, aber es wird wahrscheinlich nicht besonders leicht. Doch, geht. Lauf, lauf zu! Lauf! Nein. Wir könnten die probieren. Mit ein etwas Effet spielen. Wunderbar. Sehr schön. Und jetzt probieren wir da mal F4 nach oben. So. Nein, verdammt. Schade, die mag ich auch immer gern, die Bälle. Ich habe gewonnen. Yippie. Juhu. Jetzt bin ich Level Amateur Snooker Karriere Turnier 2 freigeschalten. Ja, geil. 57 zu 7 gewonnen. Er hat mal schön aufgegeben. Die Partie gewonnen, Break mit über 4 Punkten erzielen, ja, eine Partie ohne Faults gewinnen. Sehr schön! Prima! Was habe ich jetzt? Die ist doch noch gesperrt. Was? Warum? Wieso? Hä? Warum ist die noch nicht frei? Muss ich da mehrere machen oder was? Okay, keine Ahnung, weiß ich nicht. Sowas, ja, genau. Ranglisten. Ach du Scheiße, Weltranglisten. Ein Amerikaner ist vorne. Aha. Okay. Was gibt's denn hier noch so Herausforderungen? Ich habe mir das gar nicht noch nie so richtig angeguckt. Snooker Breakpoint. Höchstmögliche Punktzahl. Loche die Farbe in der kürzesten möglichen Zeit. Okay, das ist, ja. Königsdisziplin. Aha. Ja, wie gesagt, ja, wenn ihr wollt, dann werde ich da einfach nochmal irgendwie ein Let's Play machen. Vielleicht zu 8 Ball oder 9 Ball. Also richtiges Pool halt und kein Snooker. Oder auch Snooker, wenn ihr wollt. Oder auch nicht. Oder wir belassen es bei einem Let's Test. Und ich werde auf jeden Fall das noch so offline ein bisschen spielen. Das macht nämlich echt Laune. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuschauen und ja, in diesem Sinne bin ich dann mal raus und wünsche euch noch einen schönen Abend, schöne Nacht, einen guten Morgen und schönen Mittag. Ich bin raus. Tschö mit Ö.